Hey ho, liebe Freunde, und willkommen zurück hier zu OpenTTT. Und das erste, was ich jetzt mache, ist, ich starte die Musik wieder. Yippie, diesmal im Random-Modus, sodass wir nicht irgendwie dieselbe Playlist reinfolgen hatten wie das letzte Mal. Wobei das Lied wahrscheinlich eh dasselbe ist. So. Schön, dass es tutet mir jetzt wieder so wunderbar in den Ohren. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, es passt jetzt besser, dass ihr die jetzt auch ein bisschen hört. Und meine Stimme trotzdem noch und so, ne? Ja, wir sind im Minus immer noch. Und ich habe mir so die letzten Kommentare nochmal angeschaut. Ich habe da einiges vergeigt, was Folge 10 und 11 angeht. Ups, auf einmal kam Folge 11 vor Folge 10. Das war nicht so pralle irgendwie. Und wir müssen irgendwas machen, weil unsere... Ja, unser Geld ein bisschen hier zu heavy wird. Ja. Betriebskosten für Gebäude. Schon teuer, aber wir sind ja hier im Plus. Das heißt also, sollte dann langsam wieder gehen, indem wir halt hier ein bisschen die noch ein bisschen erhöhen, den Takt. Alles. So, das ist wieder ein anderer Song. Okay, gut. Ach, hier sind Bäume gewachsen. Nee, was waren jetzt noch an Kommentaren? Ich habe eben gerade noch geguckt. Ja, und so, ne? Ganz super. Ich und mein Gedächtnis, das geht gar nicht. Ach so. Irgendwas hatte ich gelesen, von wegen. Ganz ehrlich, ihr habt das ja 100 Pro auch schon mitgekriegt. Diese ganzen Kommentare jetzt gegen Google Plus und so. Ich meine, das ist doch albern, oder? Also jetzt mal ehrlich gesehen, ich meine, Google Plus, Google macht nicht immer alles richtig, aber was wären wir denn heutzutage ohne Google? Und ich meine, dass die so eine gewisse, ja, die werden schon wissen, was sie dabei tun. Ich meine, natürlich, YouTube war früher eigenständig, war anders, es sah aber früher auch genauso scheiße aus, muss man ja mal sagen. Also das Ganze war textbasiert und, also zu 90% sage ich jetzt mal, was außer die Videos, ohne irgendwelche schönen Buttons und so. Und heute sieht das eigentlich, also ganz ehrlich, mir gefällt YouTube heutzutage, und auch, dass das ganze Krimskrams da zusammen mit Google Plus, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ihr seht jetzt über Google Plus zum Beispiel alle meine Videos, wie in einer Playlist. Das hat doch irgendwie auch was, oder? Also ich meine, wenn ihr mir auf Google Plus folgt, wo ich ganz ehrlich gesagt, da habe ich noch nichts gemacht. Das sieht nicht schön aus. Das kommt aber noch. Das ist nicht, weil ich das nicht mag, sondern ich mache das gerne. Dann irgendwann, wenn ich denn mal Lust und Laune habe, das zu machen. So, wir haben hier ja das Bauxit. Und hier hatten wir ja, genau, Tonmineralien wollten wir auch noch machen. Aber auch Sand hatte ich ja irgendwo hier und da unten. Wir müssen aber erstmal sehen, dass wir es hier ein bisschen verändern. Hier haben wir ein bisschen Kohle. Dafür gerade, das reicht eigentlich. Hier sehe ich schon wieder was. Oh Gott. Nice. Hihi. Oh, Kohlebergwerk hat sich hier eröffnet. Wie geil. Ah, das wäre natürlich schön. Nee, so, und ich bin ganz ehrlich, ich finde das, so wie es ist, eigentlich ganz cool mit den Kommentaren. Ich meine, natürlich gibt es da wahrscheinlich einige Sachen, die verbessert werden können, wie das den. Beste Kommentare zuerst. Ich meine, weil wir Google wissen, was die besten Kommentare sind. Ja. Keine Ahnung, aber egal. Ne? Aber dann stelle ich das halt oben auf neueste Kommentare. Ist gut. Fertig. Funktioniert. Kann ich jetzt mittlerweile auch auf alle Kommentare wieder antworten. Ist doch nicht so schlimm. Und dann kommt diese ASCII Kackzeichen. Kann man das so sagen? ASCII Kackzeichen? Ich meine, ASCII an sich ist schön. Ja, ich mag ASCII, aber dieser scheiß Panzer und dieser Kack-Bob, der Baumeister. Alter, Leute, lasst das aus den meinen Kommentaren raus. Also ich meine, hier, ihr meine tollen Zuschauer, ihr macht das mit Sicherheit nicht. Aber so andere Leute, die den Spaß dran haben, einfach dieses Bob, der Panzerfahrer, Mann, Dings, Bums. Ah. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch schon einen dieser Kommentare. Ich habe ihn einfach eiskalt erstmal blockiert, dann den Beitrag entfernt und dann nach einer Stunde oder zwei dann mir so, ah, okay, ich entblogge ihn wieder. Den User.
Weil in dem Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, nie wieder. Klick. Weg. Ne? So, und jetzt habe ich natürlich wieder total schön viel gelabert und nichts gemacht. Aber das ist doch nicht so schlimm, oder? Komm, hier, mal. Ja, wir sind mittlerweile wieder im Plus. Okay, das ist schön. Ach, das geht ja, wenn wir nichts bauen. Aber heilige Scheiße. Die Betriebskosten der Gebäude sind ja massiv hoch. Kann ich die irgendwie hier... Bewertung. Passagiere schlecht. Post schlecht. Oh, was? Angenommen. Nee, okay, ja. Meinetwegen. Kann ich das hier nicht... Ach, hier sehe ich, welche Züge dahin fahren. Okay. Aha, aha, aha. Verstehe, verstehe. Aha, verstehe. Stadtverwaltung? Hervorragend. So, ich hatte hier unten irgendwo ein Problem mit Hamburg. Hamburg. Hamburg? Furchtbar. Ja, okay, meinetwegen. So, das Ding hier fährt. Das ist ja ewig. Stimmt, das war ja so lang. Bis Rostock. Ja, hallo Rostock. Wie gefällt's euch denn? Gut. Find ich schön. 20 Passagiere. Sehr schön. Kann es sein, dass der Flughafen so extrem viel kostet? Ich würde gerne wissen, ob man sich das irgendwo ansehen kann. Beste Bewertung. Stationsart. Schlechteste Bewertung. Mal gucken. Der hat die beste Bewertung. Bewertung. Furchtbar. Sehr schlecht. Okay, nein, der hat die schlechteste. Huch. Oh. Ups. Ups. Tut mir leid. Oh, Zelle ist gerade gestiegen. Habe ich zumindest der Flughafen. Oh. Das tut mir irgendwie leid. Zelle. Sehr schlecht. 19%. Da müssen wir noch was machen. Da werden wir gleich noch Züge hinschicken. Was ist denn das Beste? Aluminium. Aluminium. Aluminium-Hütte halt. Ja, kann keine Bewertung sein. Ach, das ist doch schön. Buxtehude. Hä? Ach so. Verstehe. Ach so, hier oben sind keine. Da, Röbelmine. Bewertung. Gut. Aber hier kommt wohl scheinbar noch ein bisschen mehr, könnte wohl doch noch ein bisschen mehr Zug sein. Wobei der Zug hier schon wieder miese einge... Ach so, das Jahr hat ja erst angefangen. Die fahren ja doch etwas ewig, oder? Da kommt jetzt einer. Das ist die Frage, lohnt sich das da noch einen einzuschaffen? Osnabrück nimmt jetzt auch Waren an. Sehr schön. Ich meine, bleibt da jetzt was übrig, wenn der jetzt hier durch ist? Wenn er nicht unbedingt kaputt geht? Ne, der geht da nicht kaputt. Okay, der war das. Nein, okay, also es bleibt nichts übrig, dann verstehe ich das nicht ganz. Wahrscheinlich. Naja, egal. Toll, die Musik, die macht mich kirre. Ach ja, hier könnten wir ja auch abholen. Was natürlich noch ein bisschen mehr Boni bringt. Gerade Röbel würde sich wahrscheinlich freuen. So viele Dinge, aber ich mag jetzt nicht diese noch mehr die Betriebskosten in die Höhe treiben. Wir sollten erstmal wirklich zusehen, dass wir das, was wir kriegen. Was wollen die haben? Die wollen Sand haben. Okay. Und den kann ich auch hier anliefern, ja? Sehe ich das richtig? Ja. Das habe ich da. Die Steine, wo werde ich die hin? Los. Produktionskette. Steine sind doch die hier, ne? Ja. Logisch. Kalkbrennerei und Zementfabrik. Hatte ich nicht irgendwo noch eine Zementfabrik?
Das ist jetzt doof so. Zement. Zement. Mach mal bitte die Stadtnamen aus. Blinkt das hier irgendwie da und da? Ich sehe zwei Points. Einmal da und einmal da. Die wollen Steine haben und Kohle und Tonminerale. Oh. Das wäre natürlich das bombastische Geschäft schlechthin, oder? Aber was ist das denn hier? Die wollen Metall haben. Das ist Oldendorf, okay. Eine Gießerei, die wollen Metall. Alter, was ich hier alles anliefern könnte. Das ist ja das reinste Paradies. Ich meine, drei auf einmal. Und was bist du? Du interessierst mich nicht. Sehr schön. Hä, was ist das denn für ein Gebäude? Schmackenburg Mühle. Interessant, die produzieren Nahrung. Schmecken, oh cool. Ich meine, wenn ich mit einem Bahnhof, könnte ich da doch... Also jetzt nur mal, ne, rein theoretisch gesehen geht das so nicht, aber so bestimmt. Heißt, wenn ich das so mache... Oh, Alter, ne, okay. Das sieht scheiße aus. So, ja... So, ihr habt euch ja, ich kann übrigens immer noch nicht dazu, die Tutorials zu machen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Also, was das Geld angeht, jetzt steigt es ja wieder, aber wir müssen da echt was tun, weil das ist mir ein bisschen zu schwammig. Also muss ich sagen, wenn ich da irgendwas baue oder so, dann habe ich nachher wieder das Gefühl von wegen, das geht wieder alles in den Keller. Also, wenn unsere Züge... nehmen hier, wir gehen jetzt mal hier von dem Jahr aus, 1,71 und kosten uns 200.000. So haben wir einen Gewinn von 1,5. Jetzt, ich rechne ganz rund, ja, also bitte nicht irgendwie kleinlich werden. Straßenzüge 80, 14, das passt auch. Flugzeuge 160 zu 23, Schiff 6 zu 5, also Schiffe fahren uns mies sein, okay. Wichtig ist aber, dass wir hier extreme Betriebskosten für Gebäude haben. Und das sind Kosten, die sich extrem nicht decken, fast eigentlich, ne? Also ich meine, jetzt verdienen wir schon mal 300.000 mehr, aber das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Und das hier ist erst recht nicht gut, dass die so lahmarschig sind. Warte mal. Tu mir doch mal den Gefallen. Und fahr mal in das Depot. Du fährst, ja. Dann warte du mal. Ja, ich weiß. Warte du erstmal, bis der da raus ist. Los, fahr raus. Genau, und jetzt fährst du bitte rein. Weil das muss ich ändern. Ich muss auch das ändern, dass der nicht hier irgendwie... Ach, Mensch. Die ganze Zeit da so reinfährt. Es gibt so spezielle Aufbausachen, wie man das quasi in die Strecke integrieren kann. Ja. Bitte behalt deine Strecke. Ja. Aber wahrscheinlich die ganzen Zeug. Nee, sind noch da. Oh, wie gut, das haben sie gefixt. Es war nämlich mal so, dass das nicht gefixt. Also, dass man das, oh. Entschuldigung. Das nämlich die... Hä? Achso. Dass Passagiere und Ladung allgemein verschwunden ist. So, du kommst jetzt bitte auch nochmal rein. Weiß ich übrigens wundert. Ich bin so ein kleines bisschen müde, aber wir haben das auch gerade 2.34 Uhr auf meiner TikTok. Und es ist Samstag früh. Ich muss eigentlich relativ früh wieder raus. Muss ich so sagen, aber ich will eigentlich für die kommende Woche jetzt schon mal einiges an Videos nochmal für euch produzieren, weil ich ja auch wieder arbeiten muss und das ist eigentlich etwas, was mich total, also was mir Spaß macht, aber was auch nervt.
weil ich dann nicht so zum Videos machen komme. Aber gut, das hat Arbeit so an sich, ne? Kann man ja nicht sagen. Und solange es einem Spaß macht, ist das auch super. Das ist auch gut. Und ja. Du bist gut und du bist auch gut und du bist auch gut. Und ich könnte ja eigentlich einfach mal hier drauf gucken. Sind alle neu, wunderbar. Ich hoffe, wir kriegen auch bald wieder neue Züge. So, Osnabrück, seid ihr eigentlich mit uns zufrieden? Ein bisschen schlecht, okay. Weil da wahrscheinlich zu wenig Züge hinfahren. Kann ich irgendwie auch verstehen, ne? Muss ich ehrlich mal sagen. Dass Hamburg sich da nicht... Furchtbar, ja. Vielleicht schicken wir da wirklich nochmal einen Zug hin. Das Problem ist nur, dass... Das wird schwierig. Oh, das wird echt schwierig, weil ich hier ein Problem habe mit dem Warten lassen. Wenn wir zwei ankommen, dann steht nämlich einer hier rum und blockiert erstmal alles. Weil das ist ja eigentlich nicht mehr geplant. Eigentlich sollte ja hier einer hin. Aber ich kann hier auch nichts. Das heißt also, ich muss es wohl oder übel oder übel oder übel riskieren. Friedrichstadt Hafen nimmt jetzt auch Waren an. Dankeschön. Wenigstens einer, der mich versteht. Hoch, ein Zug. So, komm. Wir kopieren jetzt mal Hamburg. Wir wollen ja die Beziehung wieder verbessern, dass wir hier einen schönen Bahnhof hinkriegen, ne? Bist du Hamburg? Hey, du, bist du Hamburg? Nein. Wo ist denn Hamburg? Bist du Hamburg? Zelle. Nein. Ich will es mir eigentlich auch nicht mit Zelle noch verscherzen. Bist du Hamburg? Nein. Wie auch? Bist du auch ein... Bist du Hamburg? Nein. Bist du Hamburg? Das sieht gut aus. Nein, Osnabrück. Bist du Hamburg? Ja, du bist Hamburg. Zu kopieren. Plupp. Es fehlt wieder Geld. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe doch gar nichts mehr gemacht. Oder? Habe ich irgendwas gemacht? Ach ja, ich habe die Züge... Oh, ich habe die Loks ausgetauscht. Verdammt! Manu! Ach nein, jetzt staut sich das da auch schon wieder. Warum staut sich das denn da? Oh, ich muss das unbedingt umbauen. Leute. Irgendwie sind das mit... Ist das mit den Betriebskosten? Ist irgendwas hat sich da ein bisschen geändert, oder? In den letzten Jahren? Ich meine, das kann doch nicht so explodiert sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Ja. Geht schwankt ein bisschen, ne? Ja, okay, also da müssen wir... Jetzt habe ich wieder 300... So, Moment. Wir gucken jetzt mal erstmal ganz kurz hier, wo sind denn die meisten Passagiere? Was ist das? Was wartet hier? Bauholz, okay, nein, das nervt mich jetzt nicht. So, ich brauche... Passagiere. Hier sieht aus, als wenn viele warten. Nein, es geht noch. Rheinfeld. Das ist fast okay. Rostock. Naja, okay. Da. Warum zum Teufel warten die 1500 Passagiere? Willst du mich verarschen? Ich hasse das.
Also man kann natürlich, man kann auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann auch Passagiere umladen. Das heißt also, ich könnte quasi hier Busse pendeln lassen, die vom alten Stadion Passagiere zum HBF bringen und dann auf Umladen stellen. Die werden dann mit dem nächsten Zug mitgenommen, irgendwo anders hin. Keine Ahnung, da wird dann einfach gesagt, du steigst jetzt da rum. Du fährst jetzt nach Hamburg und wenn du nicht willst, ist mir scheißegal. So, und dann steigen die um und werden da hingefahren und dann bringen sie mehr Geld. Allerdings ist das halt mit den Bussen immer so eine Sache, weil die ja auch eine gewisse Dauer haben, ne? Und das zählt ja dann auch schon. Und dann müssen wir hier wirklich aber noch mehr Züge fahren lassen. Und hier wird noch ein neues Stadion gebaut. Ja, passen, ne? Nee, ach komm, das lassen wir jetzt mal kurz. Das lassen wir jetzt mal. Ich schaff wieder nichts, oder? Ich schaff wieder nichts. Ich habe in der ersten Folge nichts geschafft.